Lieber Widder, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft, zu deinem Monatsreading Oktober. Wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten Widder bist, ist hier eine Botschaft für dich. Bitte dennoch auf deine persönlichen Themen umlegen, da Kollektivlegungen nicht mit jedem resonieren können. Also bist du gefragt. Und ja, auch bei dir möchte ich mich von Herzen bedanken für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare. Und solltest du persönliche Unterstützung benötigen in Form von einem Coaching, spiritueller Begleitung, Heilsitzung oder Kartenlegung, schau unten vorbei. Und ansonsten starten wir jetzt. Hier ist noch einer umgedreht. So. Ich verbinde mich mit den Widdern im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten und dem Monat Oktober bzw. die kommenden 4 Wochen. Auch die erste Novemberwoche ist mit drin. Worum geht es beim Widder im Oktober? Oh, eine Karte ist schon raus. Hi, hi. Okay. Ach, der Kelche liegt auf dem Boden. Etwas liegt in der Tat auf dem Boden. Also für dich als Botschaft, achte darauf, was liegt auf dem Boden? Was findest du auf dem Boden? Möglich, dass du etwas findest im Oktober. Sei es, ob du spazieren gehst. Die Karte war übrigens die, die gerade umgedreht war. Spannend. Ein Helfer kommt zur Unterstützung. Jemand, den du kennst, aus dem Freundes-, Bekanntenkreis oder Familie. Jemand, der unterstützt. Überforderung. Viele Themen, viele Gedanken, viele verschiedene, sei es Beruf, Beziehung, Freundschaft, Themen, die in dir sind, sehr viele Themen, die das Wachstum betreffen, der Wunsch nach innerer Ruhe, der Wunsch nach Gelassenheit, ein Abschied. Ein Abschied, Endgültigkeit. Ach, der Kelche haben wir hier. Ein Licht geht aus. Viele Momente, wo man in den Arm genommen wird. Viele Momente der Umarmungen, Zuneigung, andere Menschen. Jemand hilft dir, jemand eilt zu dir. Dieser jemand ist sehr gut darin, dich mit Worten zu beruhigen. Die Sehnsucht nach Leidenschaft, nach Feuer wird größer in dir. Wichtig hier der Rat ist, du darfst dir Zeit geben. Zum einen darfst du dir selbst Zeit geben für dein Leben, für die Entwicklung, wie sich etwas entwickelt. Zum anderen darfst du dir für dich mehr Zeit nehmen, um in die Ruhe zu kommen. Meditation ist ja ein großes Schlagwort, beziehungsweise Ruhe, Stille, ein Buch lesen, dich abzukapseln von anderen Menschen und anderen Energien. Denn Energien von anderen Menschen können dich sehr schlagartig auslaugen. Worum geht's noch? Ein Park, eine große Wiese, Sorgen, Gedanken. Und Gefühle. Wichtig ist es für dich, lieber Widder, denn das ist etwas, was du auch immer mehr lernen darfst, mehr in deine Gefühle zu gehen. Nicht nur im Außen, sondern wirklich nach innen zu kehren. Denn die Sorgen, die du dir machst, hat höchstwahrscheinlich viel auch mit Ablenkung auf anderen zu tun. Das heißt, du machst dir sehr viele Sorgen um andere. Doch du solltest vor allen Dingen in dich hinein fühlen, welche Pflanze da gegossen werden soll. Genauso bekomme ich es gerade. Also auch dich fühlen, auch dich in den Vordergrund setzen. Deine Gefühle, Bewusstsein. Du wirst dir bewusst werden, dass Zeit relativ ist und Zeit kostbar ist. Dass du machst sehr viele Zeitsprünge, also entweder hängst du oft in der Vergangenheit, oft in der Zukunft, das ist irgendwie
ja, wie ein Zeitsprung die ganze Zeit. Tränen fließen, sehr viele Tränen. Tränen helfen dir, mehr ins Gefühl zu kommen. Nutze das. Tränen sind die Dusche der Seele. Also folge vor allen Dingen auch dem Wasserelement. Regnerische Tage können dir sehr, sehr gut helfen, um mehr in einen guten Zugang zu dir zu kommen. Deine Hauptenergie, lieber Widder, im Oktober. Drei Stück. Ja, was sage ich? Stille. Also Stille, grenze dich ab. Ganz wichtig. Fühle dich. Ja, heile. Es geht hier um Heilung. Es geht darum, dass du wahrnimmst, dass du dich wahrnimmst. Es geht aber auch um dieses, das, was du jetzt fühlen darfst. Und vielleicht ist das mit Tränen gekoppelt, aber das ist ganz, ganz wichtig für dich, um mehr wieder in deine Kraft zu kommen. Denn dadurch wird etwas aktiviert. Und das, was aktiviert wird, ist etwas, was immer mehr in deinem Leben, und hier haben wir den Schwan und hier, also Schwan auch für dich relevant, deine Aktivierung durch Wasser, durch Tränen, durch einen Verlust möglicherweise, aktiviert dich und bis nächstes Jahr im Mai wird sich etwas in dir verändern oder du wirst den Fokus auf etwas legen, was mehr wachsen darf und mehr werden darf in deinem Leben. Ganz ausschlaggebend. Ein Rat des Universums bitte für den Widder. Für die lieben Widder. Ein Rat des Universums. Ja, folge dem Ruf. Was wünscht sich deine Seele von dir? Geh mehr in Seelenverbindung. Geh mehr in dein Gefühl rein. Lass dich tragen, lass dich leiten. Und auch hier haben wir Wasser, ne? Also durch das Wasser oder durch diesen Abschied, durch Tränen, durch die Stille, sinkst du mehr in deine Gefühle und du wirst dahin geleitet, wohin du auch ja künftig weiterhin gehen wirst. Hab Vertrauen. Heilung ganz wichtig. Nimm dir Zeit für die Heilung. Ja, und dabei wünsche ich dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft und ich bekomme hier auch gerade noch rein sowas wie Decken, Zudecken. Es hat ganz viel mit Stoffen zu tun, was dich unterstützt in diesem Selbsthaltungsprozess, in dieser Stille, in tiefer Tauchen. Das heißt, mir wird gerade gesagt, vielleicht hast du einen Pulli, eine Jacke, die besonders weich ist oder wo du dich besonders kuschelig fühlst oder eine Decke oder was auch immer. Nutze das, um mehr zu fühlen. Das hilft dir. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wie gesagt, schau nochmal bei deinem Mondzeichen vorbei, schau bei deinem Aszendenten vorbei und ich wünsche dir einen wunderschönen Oktober. Und sage, wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.